like a power child. And if you feel like your sister, I bet you'll be like a wild child. So, endlich mal eine GoTV-IP und hallo Trubel. Bist du da? Ja. Sehr gut. Hast du die IP schon? Hat schon angefangen, gebe ich ja, nein. Irgendwie schon. Ich schick dir sie mal im Voice. Also da bin ich jetzt drauf. Pistol haben wir wohl scheinbar verpasst. Ich find's ganz toll, dass kurz davor erst die GoTV-IP verfügbar ist. Großer Scheiß irgendwie. Machst du nix leider. Nee. Ein bisschen laggen tut's bei mir auch, ehrlich gesagt. Ja, ist halt. Ja, ne, Ping 120 wahrscheinlich nach Amerika. Ja, ich habe auch so 120, Bild. 30. Mal gucken, ob sich das noch irgendwie einpendelt. Flaggenschirm oben auch nicht. Aber auf jeden Fall, die europäischen Jungs haben schon mal die Pistole gewonnen. So, sag mal, wenn du drauf bist. Ja, ich bin drauf, ich sehe es. Sehr schön. So, was denkst du, wer gewinnt? Ja, jetzt nach der First Round ist natürlich. Aber ich hätte auch vorher schon gesagt, dass die Europäer gewinnen, aber. Ja. Schauen wir mal, also das kann man jetzt noch nicht so sagen. Beide haben sehr starke Spieler, also die Amerikaner wirklich auch die besten Spieler rausgenommen, muss man sagen. Ja. Also eigentlich müsste es sehr spannend werden. Glaubst du, der Sprachvorteil, der ist ein Vorteil bei den US-Teams, bei dem US-Team? Glaubst du, die haben nicht wirklich. Nein? Nee, also kann ich mir nicht vorstellen, da. Bei mir hängt da eh nur gegattert wird. Ja, bei mir auch. Aber meinst du nicht in so Clutch-Rounds, wo es wichtig ist, schnell und präzise anzusagen, da könnte es vielleicht ein Vorteil für sie sein, oder? Oder ja. Du, dazu kommt es nicht, weil sie vorher sowieso schon alle Gesicht fangen. Also. Ja, die Europäer haben auf jeden Fall haben halt allgemein starke, also jeder von denen ist individuell schon ein sehr starker Spieler, also ja, besonders hervorzuheben ist natürlich Forrest Neo und Gateway, die halt sehr lange dabei sind, die werden schon die individuellen Situationen, X-on-X-Situationen halt sehr gut handeln und ja. Ob man da jetzt wirklich kommunizieren muss, so extrem, ich glaube, ja, den Vorteil können sie natürlich haben, aber die wichtigen Ansagen versteht auch jeder, mutig mal, auch der Scream wird die verstehen. Hast du mit dem schon mal gegathert, zufällig? Ja, habe ich. Also und? Er versteht die Ansagen, keine Sorge. Okay. Und spricht er selbst ein paar Brocken Englisch? Oder? Also ist es wirklich so schlecht, wie alle meinen? Weil kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, doch schon. Echt? Okay. Ja. Also er versteht zwar, aber selber reden ist dann wohl eher schwierig. Ja. Na gut. Ja gut, was ist denn jetzt hier los? Ja, keine Ahnung, ich schalte mal kurz auf den GoTV angeblich down. Ich schau mal auf den offiziellen Stream, was da los ist. Irgendwie geht der auch nicht, ne? Also da scheint wohl alles am Arsch zu sein. Also eben ging er. Da habe ich auch halt die Knife Round nur gesehen und dann schnell F5 bei der IP. Aber stimmt, der lädt gerade auch bei mir nicht. Doch, jetzt. Ja, ich glaube, in Nizea wird Dings gemacht, oder? Cointos. Jetzt im Turnierverlauf? Meinst du? Ich glaube, die lassen nicht messern. Also, es war ja auch schon in der Online-Season so, hier dass jetzt da. Wahrscheinlich in Live. Nee, aber. Echt? Das findet dann anders statt. Das Match hier jetzt entscheidet auf jeden Fall über die Seedings. Ja, das weiß ich, aber die Knife, ich glaube nicht, also später gibt es keine Knife, das stimmt. Da, die Teams können das selber picken. Ja, je nachdem, welches Seeding sie halt haben. Ach so, ja. Aber jetzt hier in dem All-Stars-Match gab es die schlechte Knife. So, Gobot steht 1-0. So, und der Gewinner ist ja so, dass der quasi die bessere Nummer bekommt. Mhm, genau. Und dann im Turnierverlauf quasi, ja, das vermeintlich leichtere Team bekommt. Oder was? Nee, die haben dann einfach das höhere Seeding und dadurch haben sie die Wahl, ob sie 3 Maps voten oder sie voten nur 2 Maps und können dann aber auch auf 2 Maps, glaube ich, die Seite bestimmen, wo sie anfangen. Also. So habe ich das verstanden.
Aber trotzdem. Also da ist irgendwie gerade das ganze Internet down, wenn man Ja, den der. Stream von denen mal anmacht. Also bei mir lädt der Stream gar nicht. Da ist ein Bild, da steht, also ist live. Irgendwie Camera is not active oder so, keine Ahnung. Und kommt auch nichts. Also ich habe nur Also. schwarzes Bild. Jo, jetzt hatte ich auch Cameras not active. Großes Kino. Ja. Ach ja. Unter der Saison lief es ja schon teilweise nicht so prall, aber. Eigentlich müssten die Veranstalter da genügend Erfahrung haben. Aber nicht rein zufällig in den Räumlichkeiten, wo auch früher der Abelit Dallas war, oder? Boah, das Also, es weiß ich sah für mich nicht. so aus. Da bin ich Also in überfragt. 1,6. Ich glaube, das Also, war. allein die Stühle haben. Kannst du dich an Ja. die Stühle erinnern? Ja, also. Okay. Sind ja ganz wichtig auf dem Turnier und. Die haben auch irgendwie einen Wiedererkennungswert gehabt, was ich jetzt so an Bildern gesehen habe. Also, ich. Ob das war da auch letztes Mal, aber ich bin mir nicht sicher. Will mich da auch nicht festlegen, aber die sollten sich da eigentlich ja auskennen. Naja, keine Ahnung. Ist ja nur eine Stunde Delay für ein All-Star-Game. Ja, Stunde geht ja eigentlich noch, aber jetzt noch mal mehr dazu. Im Moment steht im Scoreboard jetzt schon 2-0. Also. Oh, jetzt geht's weiter. Wait, wait. Sehr schön. So, wenn ihr Feedback zum Overlay habt, dann haut's ruhig im Chat raus. Der Spaddel nimmt das natürlich dankend an. Ansonsten läuft es eigentlich. Na gut, diese üblichen GoTV-Lags gibt es halt noch, aber mal gucken, wie es dann weiterläuft. Wird allgemein nicht so buttersahnig laufen, sag ich mal. Wird schon diese kleinen Lags werden aufgrund des Pings immer da sein, leider. Ja, Das das ganze stimmt. Turnier über. Kann man Es leider läuft nichts gegen machen. ja super smooth, wenn man direkt irgendwie auf dem Relay ist. Oder direkt auf dem GoTV vom Server. Dadurch, dass das aber irgendwie nochmal umgeroutet wird, ist das irgendwie so laggy. Ich weiß nicht genau. Ich bin mal so ein Halte-V-Typ, glaube ich, Ich wollte gesagt. gerade sagen, dass die Europäer jetzt hier Eco verlieren, aber wird ja nochmal knapp. Und ich selbst dann wieder reingefetzt, ja ewig nicht gecastet. Nee, Runde 2. Weißt scheinbar auch, wo der andere ist. Schöner Headshot. Ja, ein Ace von Neo. Mal eben. Mit FAP am Ende. So, weißt du, wer AWP bei denen spielt? Bei den Hey. Amis? Oh, Eigentlich der ist Skadoodle. aber. Skadoodle ist einer. Oh. Der Curse-Spieler. Gegen Curse habt ihr nicht gespielt in Kopenhagen, ne? Es war nur gegen Nee, wir Quantiff. haben nicht gegen die Spieler, aber die saßen gegenüber von uns und haben uns Ja, recht viel genau. unterhalten und konnten denen zugucken. Die waren noch relativ aktiv, kann ich mich noch erinnern. Also relativ laut auch. So, erste Equip. Standardaufbau. Scream hat man allein über Cutters geschickt. Forest mit Awe sieht man in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig. Ganz ehrlich, AWP ist auch irgendwie gar nicht so schlecht. Also, Er wieder jetzt. häufiger auf dem Deathmatch. Ach, Nee, also du jetzt meinst. allgemein so, ja, nicht so viele gute AWPs vermeintlich, aber irgendwie, ich finde das gar nicht so schwer. Durch diese schnelle Engine ist es schon viel leichter in 1.6 als Ja. in 1.6. Das stimmt schon. Der sich vor, kurze. Asmo ist schon an lang gestorben, oder? Ja, vermutlich. Da spielt er auch als. In Faculty, bei Faculty, glaube ich. Ja. Naja, weiß ich. So, A ist offen. Auf jeden Fall auf A legen, aber das wird super schwer. Ja. Boah. Nämlich schon auf der Rampe die CDs und können jetzt einfach durchdiffusen. Gateway jetzt mit Gateway hat es Waffe. angesagt dann lang, ja. Keine Chance. Kriegt die Waffe vielleicht sogar noch durch. Aber mit 4 Mann überlebt. Erst, gut, erste Runde. Was glaubst du? Also jetzt das Turnier gewinnen wird sicherlich Nip.
Aber, oder vielleicht hast du ja einen geheimen Favorit? Ist ja. Ich habe mich auch für NiP entschieden, habe aber als Geheimfavorit Team Dynamic. Dynamic, okay. Ja. Ich glaube, die sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, die werden das erste Spiel gegen Gary Games auf jeden Fall gewinnen. Okay. Da Das. nämlich paar PC-Ergebnisse noch aus Amerika live mitbekommen und so. Also es war schon recht eindeutig gegen NiP, muss ich sagen. Okay. Keine Ahnung, wiefern sich da NiP angestrengt hat, aber naja. Ah, die haben wohl vor Ort noch trainiert, oder was? Ah. Okay, krass. Da bin ich mal gespannt, aber hast du die Preview von Lurpis gelesen? Wahrscheinlich nicht, Ich ne? halte nicht viel von Lopez, nee. Ja. Er hat es auf jeden Fall relativ niedrig eingeschätzt und Semphis meinte auch nicht, dass es so krass wären. Mondig ist natürlich auch das stärkste amerikanische Team dort. Ja, auf jeden Fall. Allgemein, also ich finde die ganzen europäische Szene unterschätzt die Amerikaner in CSGO echt nicht so schlecht. Also wie in 1.6, da waren sie ja wirklich nicht so gut. Da gab es ja teilweise echt nur EG früher mal, die ein bisschen mithalten konnten oder so. Aber Ja, jetzt in danach ging es halt CSGO, bergab. wir hatten Schon schon krass. relativ gute Source-Teams und jetzt sind die jetzt auf Go umgestiegen, die sind schon echt nicht schlecht. Ja, ich glaube auch, das wird wieder ein sehr, sehr interessanter Fight zwischen den Kontinenten. So, die Amis wieder Eco, oder? Ja. Ja. Haben wir ein bisschen was an Granaten gekauft. Im ersten Moment sieht es ja nicht so nach einer Eco aus. Aber vor, es geht da schon alleine kurz vor. Ganz komisch aus. Es macht eigentlich gar keinen Spaß, so zu gucken. Find's auch gerade ekelhaft. Asmo hat eine Position von mir geklaut. Willkommen. Deckst du auch immer ab, oder was? Ah, habe ich schon zum zweimal geholt. Ah, nee, das will ich jetzt nicht anfangen, aber. Nee, scheiß drauf. Deiner Flame War, go, go. Ich sehe nur noch den Finals. Ne, gegen Flaming in der ersten Runde, oder? Faculty. Nee, nee, Faculty spielt gegen Curse. Ach so. Nip spielt gegen Flaming, beziehungsweise die sind jetzt gar nicht mehr Flaming, sondern ich hab's vergessen, die sind irgendwie heute in einem Clan beigetreten. Okay. Denial Also, Esports oder so ah, heißt dann spielt das. Faculty danach gegen Flaming, oder? Nee, gegen Nip, soweit ich weiß. Yeah. Denkst, dass sie gewinnen gegen Curse? Ach so, ja. Ich meine, ja, ich war jetzt optimistisch. Ja, dann, wenn sie verlieren, dann spielen sie gegen Flaming, glaube ich, ja. Schön wär's natürlich für Deutschland, aber Ja, es glaubt irgendwie niemand ah, dran, ne? das ist sehr schwierig. Also ich weiß nicht, was in dem Team da gerade abgeht. Also, ich habe da irgendwie auch mitbekommen und gesehen, dass da teilweise dieser QK Mantis angesagt hat. Ja, Und hat er auch. ja, dann frage ich mich, warum halt noch Swap da im Team ist, weil aim-technisch muss man halt ganz ehrlich sagen, ist er halt nicht der Stärkste von ihnen. Und wenn er dann schon nicht ansagt, Naja, ich ist halt eine komische Sache. Aber vielleicht haben sie es ja jetzt wieder umgestellt. Wenn sie es wieder umgestellt haben, dann kann es natürlich noch spannend werden. Bin ich auch gespannt, auf jeden Fall. Das sieht man ja eigentlich auch direkt, wenn wir das erste Foto von dem Team sehen. So, aber aufs Spiel. Kiko alleine am B und B Contact jetzt gleich. Sie hatten am Anfang schon B versucht, direkt was zu entscheiden. Getrunken Autosniper. Ah, diese Lags sind so unglaublich ekelhaft. Teilweise, aber in der Kiste kann man sich verstecken. Oh. Wird nicht gesehen. Ja, Aber einen hat er. leider. Ah, ne, hat keinen gemacht. Ah, das Asmod den geholt. Skadoodle noch mit Aave. Wird wohl das 6-1. Ist schwer zu casten, weil sie echt einfach nur überall vorrennen, wie sie möchten. Ja, im Moment spielen sie so kleine Sachen. Also bis B-Contact, mal ein A-Split. Mixen zumindest ganz gut. Eben gesehen, dass der Getaway in der Mitte sitzt. Vielleicht macht er ein bisschen was an Taktiken. Kann gut sein.
Er spielt die Autos aber schon seriös, oder? Ja, die ganzen Amis spielen die eh. Also, man echt aufpassen, auch besonders wenn man Train gegen dich spielt. Ja. Aber wir hatten jetzt hier einen Autosniper. Get right. Scream? Dwight. Scream ist Cutters gestorben, wurde gepusht da. Ja, Dwight ist da eher ein bisschen am Rumtrollen. Also, den habe ich jetzt noch nie mit einer Autosniper als Terror gesehen. Das ist. Vielleicht ich weiß nicht, das zeigt hier wieder eigentlich, wie ernst dieses Spiel genommen wird. Aber es hat eine starke Waffe. Ja, auf jeden Fall. Eh klar, aber das ist natürlich echt. Ich finde es halt nicht schön, mit dieser Waffe zu spielen. Wobei ja viele meinen, dass die CT Autosniper besser ist. Aber ich finde da irgendwie fast keinen Unterschied. Oder welche, genau habe ich das jetzt auch nicht getestet, aber ehrlich gesagt habe ich als Terror auch noch nie einen Autosniper gekauft. Ja, kostet ja auch sehr viel. 5000, glaube ich. Jetzt ein AWP-Duell. Forest Bank lieber ein. Tor. Aber mit einem Hard Refrig von Skadoodle. Ja, also wir sehen auf jeden Fall hier der Standardaufbau von. Das mal durch die Smoke dann lang, ne? Standardaufbau von den Europäern ist Scream geht immer alleine B, macht da was er will. Asmo geht lang, macht da irgendwas und drei intelligenten Spieler probieren halt zusammen den Catwalk einzunehmen. Also das ist so deren Standardaufbau. Skadoodle war da auch richtig Gold, da kann sich nichts mehr machen. Schade, hab mir ein bisschen mehr auf von den Amis. Ich glaube, der war auch gerade einfach AFK. Also, ich war gerade zufällig in seiner Innerei. Wer jetzt? Skadoodle irgendwie. Nee, also der war blind. Der war richtig blind. Der ist dann gegen das Element gelaufen, gegen die Kisten. Noch ein Bug. Man sieht nicht, wenn die Leute blind sind. Ach je. Ja, ich war vorher auf ihm drauf. Ich hab's auf jeden Fall gesehen. So, warte mal kurz hier. Dead Raid. Neo hier mit dem entscheidenden Kill in der letzten Kill und hat schon 16 zu 3 Stats. Mhm. Welcome back, würde ich mal sagen. Ja, mal gucken, ob er Tess da überholen kann in seinem Team. Mhm. Hast du irgendwas mitgekriegt, ob die jetzt gesuchtet haben nochmal vor Dallas oder so? Welches Team? Ich sehe, Pascha war jetzt krank. Ich verfolge ständig die Liste, also. Das heißt die Liste, aber ich guck halt, ob die Teams ingame sind und so. Ja. Und so viel war es jetzt nicht ingame, leider. Okay. Aber ich glaube, das tut ihnen ganz gut, mal so als Mixteam hinzufahren, ne? Dazu so ohne. Ja, also sie haben ja diesen Stand-in. Nein, oder? Pascha ist da. Ach echt? Ja. Pascha ist vor. Das steht aber nirgendwo, oder? Also ich glaube, die neuesten Informationen, die auf den Seiten sind, ist, dass sie diesen Stand-in haben. Nein, auf jeden Fall steht auch Pascha. Sonst hätte es so, nochmal eine News gegeben. Es war, glaube ich, angedacht, dass sie mit diesem Hyper fahren, aber... Ja, genau. Pascha geht's da wahrscheinlich wieder gut. Hätte ich mal meine Wette da überdenken sollen. So. Hatten wahrscheinlich gerade wieder B-Spawn. Ist zu dritt über Cutters aufgebaut. Ja, und Forrest hat jetzt das Duell gegen den A-Spieler und kriegt einen Legshot. Und Skadoodle. Fuck. Split. Der Spieler sieht so aus wie Eddie. Echt? Skadoodle. Ja. Guck mal Bilder von dem an. Sieht aus wie PG Eddie. Da ist noch ein B, Kiko. Ja, hat schön gespielt eigentlich. Wenn der jetzt nicht stirbt, könnte echt noch die. Beam hier jetzt die entscheidende Rolle. Kann leider nur.
kann keinen gar killen. Keinen machen. Kiko jetzt dumm gestorben, finde ich. Hätte auf jeden Fall warten sollen. Ja, und Asmo rechnet schon nicht mit dem Lochspieler, also. First low HP. Und Forest. Boah, wie in der Smoke hockt. Du bist überhaupt am Neo. Halt. Ja, am Neo. Er sieht halt gar nichts. Jetzt geholt. Also, zweite Runde für die Amis. Mal schauen, ob sie ein kleines Comeback hinlegen. Ich hoffe, dass sie so 5 Runden holen, weil dann kann es echt noch knapp werden. Also. Wobei, also, ich hätte ihnen ja dann eher CT mehr Runden zugerechnet. Weil da die Kombination wahrscheinlich ein bisschen mehr rein. Ja, 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 eben. Und genau andersrum ja auch. Also, die CTs können nicht so gut kommunizieren. Ja, und können dann halt, ja, also, ja, stimmt, wenn die Europäer CT sind und ja. Dann ist es halt schwierig, irgendwas zu halten, so individuell. Ja. Da muss schon der Spieler ausrasten und. So, das Duell am B. Sieht gar nicht mal so Scream verliert gerade irgendwie seine Duelle. Ja, das enttäuscht mich ein bisschen. Auf jeden Fall. So, A ist aber komplett frei. Die blocken nur die Mitte. Der Dip Go auf A. Im Nip gegen den Rest. Das ist der Kommunikationsvorteil natürlich erstmal aufgehoben. Durch Get Red and Forest. Ja. Boah, schön. Boah. Verdazed. Ja, er wurde schon gespottet im Bus. Keine Chance dagegen. 3. Sehr schön. 2 Runden in Folge. Ja. Bombe aber gelegt. Aber wobei, geldtechnisch kann es sogar knapp werden. Na gut, Asmo kann legen. Asmo könnte 2 legen, wahrscheinlich. Ja. Ja, das also, es wird kein Problem geben. Aber wenn sie die verlieren. Ohne die Bombe zu legen, ist auf jeden Fall dann sehr knapp, ja. Wenn sie die Bombe legen, dann kann Asmo wieder 2 legen. Passt. Das Gedudel scheint lang anzulegen. Da geht jetzt mal eine schnelle Arschtritt hier von den Europäern. Oh. Edward hier schon ganz vorne steht. Ah, das ist sehr schlecht für die CT. Die stehen da sehr, sehr schlecht. Scream hätte da auch Probleme, aber A ist wieder eingenommen. Ja. Schöne Fläche gegen Nothing. Bombe wird zu lang gelegt sogar. Sehr schön. Gold, viele Gegenflash, also normalerweise wäre ich da jetzt helfen gegangen, aber im All-Star-Match probieren sie es. Schade, Asmo kann da nicht mal Damage machen. Forest moved über hinten aus. Sehr gut. Boah, Smoke zum Spot, Neo ist da jetzt komplett. Ja. Aber sie wissen nicht, wo Forest ist. Hinten, ja. Oh, sehr schön, aber die Smoke. Er hat einen Kit, er zieht einfach durch. Und Forest weiß es aber. Das schafft er. Nee. Boah, er schafft es echt. Krass. Als Messer hat er einen Live-Dien sogar noch. Oh Mann. Das ist natürlich dreist. Aber natürlich echt gut fürs Geld. Ja. Darf man echt nicht unterschätzen. Das ist. Also, egal wie umstritten, das ist ein zu messern oder so, weil es ja demütigend ist oder so. Aber wenn man die Wahl hat. Die hat und man ist einfach hinter dem. Du wirst nicht bemerkt und du weißt nur noch einer. Wird den halt eiskalt messern. Klar, vor allem, weil es richtig viel Kohle gibt. Ja. 1500 waren es, oder? Ja. So, also langsam kommen sie ja wirklich ins Spiel. 3 AWPs. Nothing mit AWP, siehst du? Also. Naja. Based auf. Ich bin einfach jede AWP. Vor allem kann ich mir vorstellen, warum sie die AWP auspacken, ist, dass. Ja, dass 2 halt nicht so leicht ist, da Positionen speziell abzusmoken. Mhm. Wie auf anderen Maps, wenn man da besprochene Smokes hat, wie, keine Ahnung, auf Inferno. Da kann man AWP einfach nichts machen, wenn da. Smokes und so, da kann man schon auf das 2, deswegen sieht man Forest auch immer mit einer AWP auf das 2, schon einiges machen. Oh, und Anger jetzt hier in der Mitte, ja.
hält auf jeden Fall den Bisplit auf. Den die Europäer vorhatten. Schöne Flash nochmal von hinten. Scream hat seinem Teammate geflasht, also da scheint schon ein wenig Kommunikation vorzuliegen bei den Europäern. Also. Boah, die Headshots sitzen. Skedule 1 oder 2. Wissen, wo er ist, auf jeden Fall. Boah, Scream spielt safe. Ja, sehr gut. Oh, die, also, ist doch hier seriös, dass er da jetzt so safe spielt und so. Also. Ja, ich gedacht. Kann sogar einen Headshot setzen. Ja. Wird dafür auch belohnt. Ah, geldmäßig sieht es ja nicht so gut aus bei den Amis. Oh, sieht überhaupt nicht gut aus. Aber letzte Runde werden sie halt kommen, was geht. Naja, klar. Wird über B hier am Aufbauen. Also die haben irgendwie zwei verschiedene Aufbaus. Ja. Schnell B, wenn sie den Spawn dazu haben, ja, werden sie so, nutzen immer sofort aus. Oh, jetzt gehen sie auch direkt raus, also. Oh. Ach gut, Damage schon kassiert. Ja, aber Scream setzt den Headshot und es ist nur noch einer am Spot. Alle Zed ist aber jetzt schon vorm Tor. Und Asmo ist aber jetzt an lang, also. Keine Flash mehr. Asmo konnte den letzten schon low schießen von lang. Konnte den auch ansagen, also. Ja, F4. Jetzt keine Probleme mehr. Ja. Tja. Schon irgendwie erwartungsgemäß. Mal schauen, wenn sie die T-Pistole holen, könnte es vielleicht nochmal spannend werden. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass die Europäer jetzt hier als CT ja, individuell besser sind und ja, das steht außer Frage, glaube ich. Einfach jetzt hier an ihren Positionen, wo sie spielen, mal zwei, drei Frags machen und so die Runde entscheiden. Also kann auch passieren. Was würdest du als Terror jetzt spielen? Also wie würdest du überhaupt als Terror spielen in so einem Match, in so einem Gather All-Star Match? So schnelle Sachen spielen, irgendwie versuchen langsam was aufzubauen? Oder? Ja, also ich würde auf jeden Fall was Schnelles spielen, weil vor allem diese ja, Routine innerhalb des Teams ist natürlich nicht vorhanden, dass man genau weiß, okay, wenn jetzt das passiert, dann mache ich jetzt das. Das ist natürlich nicht abgesprochen und dann passieren dann vielleicht schnelle Fehler. Ja. Und schnell spielen in einem Spiel ist allgemein nicht so schlecht. Ja. Und Nothing faked allein ein bisschen lang, der Rest vor B. Hier am B mit Asmo. Mitte wird auch gut geblockt, übersteigt da unten. Also sie werden auch relativ schnell B da. Ja. Was mit dem? Oh, aber Daze setzt den Headshot zum Plateau. Scream ist da down einfach. Asmo. Boah, rennt da rein, wird instant gefragt. Ah, das ist nicht so gut von Asmo, also 4 gegen 4. Er wollte der Mate, glaube ich, helfen, aber er hat halt Headshot bekommen. Ja. Da kam da Scream war schon lange tot, leider. Ja, klar. Kam dann die Ansage wahrscheinlich viel zu spät. Oder hat es zu spät realisiert. Gute Chance jetzt. Mit Faust da das Duell auch noch verliert. Boah, super Headshot. Boah, schöner Reflex von Kiko. Ich wollte gerade sagen, hat er den Reload noch ausnutzt. Und die Pistole geht an die Amerikaner, also. Mal schauen. Jetzt auf jeden Fall noch was drin. Scream und Asmo hatten gerade B gespielt. Catroid wieder mit Pumpe. Sieht man auch relativ häufig bei ihm. Aber er kauft eine Dings. Ja, er ist eine Nova. Nova. Genau. Hätte sich keine. Er hat keinen Kill gemacht. Konnte sich dadurch auch keine Max 7 leisten. Ja. Aber. Und die fahren einfach lang drüber. Ja. Und Anger fährt B. Anger? Wie du schmeißt Anger oder Anger? Ich würde Anger. Anger. Ja. Einfach Englisch. Genau. Echt ein netter Bub. Ist auch von Curse, oder? Ja. Dank mir haben die noch ihr Preisgeld auf den Kopenhagen Games bekommen. Also, die werden einfach gegangen und die wussten nicht, dass es halt für diese niedrigeren Ränge dieses Bargeld gibt, aber ich habe ihnen da noch Bescheid gesagt und war da, glaube ich, recht glücklich über die 100 Euro, die sie. Ja, klar, also die gibt's da bar. War auf die Kralle gekriegt. Ja, klar. Ja. Mann, war das überhaupt?
Command Games? Nee, wann die das Preisgeld ausgeben. Weil das habe ich selbst nicht mitbekommen. Wann war das? Am finalen Tag halt. Es war relativ spät abends, da waren wir schon aus dem Turnier, aber wir waren natürlich noch vor Ort. Ja. Also, war, das dann einfach... war das vor dem Finale? Ja, natürlich. Ja, also ja, okay. Die Plätze standen ja schon fest. Ja, okay. Ist aber jedes Mal so in Kopenhagen, dass die ab Platz 5 oder so gibt es das Bar ausgezahlt. Mhm. Das ist auch ganz cool. Ja. Und wurde direkt aufgeteilt bei euch? Ja, ich habe mehr bekommen als alle anderen. Nein. Nee, Finn, Kerrigan ist schon nach Hause gefahren und konnte sich das dann nicht mitnehmen quasi. Ich habe den das dann später überwiesen. Ah, okay. Der Rest hat's natürlich direkt bekommen. Ja. Naja, immerhin ein bisschen was. So, jetzt erst der Equipped Round. Asabe, Forest Ave. Asmo will da bestimmt Mitte pieken oder so, also kann ich mir nicht vorstellen. Aber Skedoodle legt sich nicht an, der wird lang zielen. Einer ist im Todesgang. Aber sieht aber auch schwer. Ja. Lang gibt's direkt das Duell. Neo konnte den ersten machen, zusammen mit Forrest. Jetzt in der Grube. Wichtigste Position. Das ist sein Mate. Wow, wow. Aber da kommt man mal weg. Was? Ich glaube, die wissen aber, dass der Spieler noch am Blauen ist. Mhm. Oh, nee, der ist weg. Oh. Boah. Schön von Forest. Hast du mir jetzt hier mit den Duellen in der Mitte? Ah, wird abgesmoked. So, wird das nochmal so ein B-Split, so ein A-Split. Kommt alles auf Anger an, ob er jetzt Neo killt anlang. Er sollte da was zuerst machen mit seinen 100 HP. Eigentlich wissen sie auch, dass Neo low ist. Skedoodle setzt den Frack in der Mitte gegen Asmo. Mhm. Jetzt schalte ich die... jetzt nochmal um. Ja, jetzt geht das Duell hier lang. Er rechnet nicht damit, ne. Nee. Oh, er kommt so nicht. Boah, aber... setzt den Frack nicht direkt. Aber oh. So wurde gezielt, ja. Stark von Neo. Ja, aber mit Down jetzt wird's gegessen sein. Boah, das ist eine sehr schöne Runde von ihm, schöne 3K. Aber auch gute Runde von Neo. Scheint wirklich aimmäßig ganz gut drauf zu sein. Ja. So, aber Geld noch vorhanden. Wichtige Runde jetzt. Oh, wobei, so viel ist es gar nicht. Doch. Dace hat jetzt einen super Spawn für Lang. Wird er auf jeden Fall mal was probieren mit Ave. Dann First Wreck zu setzen. Schafft er auch. Schön. Was wollte ich da machen? Warum guckt er nach links? Weiß ich nicht, aber Neo ist wieder in der Grube und das ist die gleiche Situation wie eben. Mhm. Sollten da vielleicht jetzt eher entscheiden, sich da wegzuziehen? Was sind denn die Ganzen, oder? Nicht so gut. Ja. Oh, da komplett auseinandergenommen. Ach. Schade, und jetzt werden sie Eco haben. Oder könnten, wenn sie Eier hätten, könnten sie vielleicht... Sollten sie nicht kaufen, ne. Zwei ohne Geld ist... aber entscheiden sich dafür. Na, die Amis, Balls. Ja. Wahrscheinlich, vielleicht auch wegen dem B-Spawn. Boah, aber guck mal. EU direkt mit dem Reed. Pushen bitte hoch. Pushen auf B. Asmo sollte jetzt hier ein paar Facts bekommen. Boah, kriegt direkt Gesicht von Skedoodle. Ja. Aber Scream setzt den Refrag. Wenn sie B töten können. Nice. B ist haben sie, frei. Ne? Aber haben den HP-Nachteil. Oh, Neo instant mit Flashes auf B. Nimmt jetzt B wahrscheinlich auch. Ne, nimmt B nicht ein. Hätte auf jeden Fall noch geschafft. Alt-Tasten funktionieren noch nicht bei mir. Bei dir auch? Nee. Ich muss mit Maus 1 switchen. Ja. Aber Tour und 1? Kannst du mit den Zahlen switchen, ne? Falls du es nicht weißt. Ja, ja. Aber komm mal auf die 8 und auf die 9, das ist ziemlich weit weg. Ich weiß. Ja, da muss man schon geübter Caster sein. Boah, nein. Ach, wie dumm haben sie das wieder gespielt. Nein.
Ich bin natürlich für die Europäer, Ja, aber. ich würde halt noch ein paar Runden mehr sehen. Also, ich fand es halt Aus. scheiße Ach. gespielt. Das war eher so eine Enttäuschung über die Situation, wie sie die gehandelt haben. Weil der eine guckt Ja. einfach Loch raus und stirbt und der andere Ja, fällt von dann den aufs beiden Board. Also, Kursspielern hätte ich jetzt auch mehr erwartet, auf jeden ja. Fall. Es war nicht perfekt runtergespielt. Auf jeden Fall verdient verloren. Riecht vielleicht nach einem B-Split. Von der Aufstellung her. Wollen wir nach Cutters? Nothing macht allein kurz was. Ist aber weggesmoked. Skadoodle der einzig mit einer Smoke. Sehr wichtig jetzt, wenn sie wirklich B-Split spielen. Oh, man, Refrag. Asmo zählt jetzt Mitte. Oh, die sind auch schon. Base ist auch Support von Forest. Kommt die Base mit Smoke, kommt jetzt und dann Ja, so schauen, was sie richtig da was macht. bereit Oh, kommt sind sie dafür nicht. nicht. Ja, stimmt. Ich merke es auch, dass mit der genommen geblockt wird. Achso, setzt den Frag und noch einen Frag mit Headshot. Noch einer kurz, mal gucken, ob er. Ah, der ist schon durch. Aber die Bombe fehlt. Na, kommt Geht ganz auch nah. durch. Also, kurz durch sind, wissen sie jetzt nicht unbedingt, aber Neo spielt da sehr safe am A-Spot. Da auch noch eine Flash, mal Sie jetzt schauen. hören, ja, er hört sie jetzt an Steg. Oh, zielt er am Fragt es auch an. Schlitz. Nice. Macht beide Scar mit Headshot. Aber das wirkt alles sehr unkoordiniert. Nothing macht da irgendwie immer sein eigenes Ding und stirbt und das jede Runde. Also das ist mir bis jetzt so aufgefallen. Kauft jetzt auch eine Tech 9 oder wie die heißt. B-Rush, letzte Runde. Rush schon Mitte hoch. Ja. Stream kriegt er jetzt was zu tun. Mal gucken, wer den Headshots treu bleibt. Passiert Ich Ding. meine, drei Low machen oder Ja, zweieinhalb. genäht auf jeden Fall auch. So, Instant Retake. Oh, meine gut auseinandergenommen, aber Ecke. Oh, wieder 1-on-1. Nimm die Hab ich Pistole. gesehen. Oh, die hat eh in den Himmel. Jetzt keine Chance gegen Forest GG. Das All-Stars-Game geht hier an die Europäer. Schade, hätte gerne noch ein paar mehr Runden gesehen oder ein paar mehr koordinierte Runden. Ja. Ja, aber da war's, weiß nicht, fand's ein bisschen unspektakulär. Hätte mir wirklich viel, viel, viel mehr erwartet von den Amis. Aber gut.